No. Say it. What do you want? I want to buy the toys. 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 I'm a dolphin. So, meine Freunde, gespielt. Ich liebe übrigens meine Schuhe, die sind richtig geil, die Yeezys von Adidas. Naja, jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe und ja, es ist so krass. Ich war ja gestern im Nusret und Nusret, also es geht jetzt, wo fange ich an? Wenn jetzt da vorne ein Bekannter von dir an der Klippe ist und du sagst, ey, pass auf, geh nicht da links rüber und er checkt das einfach nicht und nicht und nicht und du sagst es 500.000 Mal und nach einem Jahr fällt er endlich runter. So, tut es dir dann trotzdem leid? Ja, es tut dir trotzdem leid. Wenn er dann stirbt, da unten ein Genick gebrochen, denkst du trotzdem ätzend. Hätte ich trotzdem besser. Und genau das ist das, was passiert. Pass auf, das alles ist alles nicht so einfach zu verstehen. Jeder Mensch kann finanziell frei werden, gesund sein, tolles Leben haben, tolle Beziehungen, keinen Stress empfinden, 0,0. Kann wirklich jeder. Was hat das jetzt mit Nusret zu tun? Das sage ich jetzt. Ist Nusret aus reichem Elternhaus und haben Mama und Papa ihm die ganzen Restaurants finanziert? Nein, er ist aus armem Elternhaus. Er musste, ich glaube, in der 6. Klasse die Schule abbrechen, weil er weil er arbeiten musste als Kind, um die Eltern zu unterstützen, weil die das nicht hinbekommen hätten. Das heißt, er hat null Voraussetzungen gehabt. So, und er hat weltweit Restaurants aufgebaut. Er ist in seinem Restaurant jeden Tag auf der ganzen Welt. Jetzt ist er gerade auf Mykonos. Im Sommer ist er immer auf Mykonos. Er hat in New York. Ich war schon in New York im Nusret, Dubai, überall auf der Welt. Macht er auf London. So, und er steht da selber, arbeitet bis in die Nacht, bis 1, 2 Uhr. Und um 6 Uhr morgens, kannst du ihm auf Instagram folgen, um 6 Uhr morgens macht er Sport. Fängt er an, macht richtig Hardcore-Sport die ganze Zeit, ist den ganzen Tag am Machen, den ganzen Tag am Gas geben. Den ganzen Tag. Hatte er Voraussetzungen? Nein. 0,0. Ja, ich habe ein lustiges Tang an, da steht ein Spruch drauf, werde ich aber posten, werdet ihr dann sehen, was da drauf steht, also jetzt noch nicht. Auf jeden Fall gibt es ja noch einen anderen, das ist ein Milliardär, Dawson heißt der, und der ist ein Analphabet und er ist als Analphabet aus nicht aus reichem Elternhaus Milliardär geworden. So, er kann sein Nummernschild auf seinem Rolls Royce nicht selber lesen. So, das heißt, das, was ich immer sage, es ist nie die Technik. Es ist nie, wenn es die Technik wäre, wäre Elon Musk nicht erfolgreich, wäre Bill Gates nicht erfolgreich, weil das ist kein Softwareentwickler, wären die alle nicht erfolgreich. So, wenn es die Technik wäre, dann wären alle ITler erfolgreich. Dann wären die alle finanziell frei, weil sie können ja die Technik. Dann wären alle BWL-Professoren erfolgreich und reich. Es ist genau das Gegenteil. Das ist es ja. Du wirst nur angelogen. Es ist aber bei weitem nicht so, dass man nichts braucht. Du brauchst aber nur eine Sache. Und das ist alles nicht das, was sie dir sagen. Sagt auch Tony Robbins, es ist nur diese eine Sache. Du musst den Willen haben. Den Willen, das Herz. Das ist das Einzige, was man braucht. Den Willen heißt, was will ich dahin erreichen? Ich gehe da zu Fuß hin, ich schwimme dahin, ich stoß mir die Füße auf, ich blute, ich mache immer weiter, bis ich da bin. So, und diesen Willen, den haben sie aus uns, das ist, ich bin immer geschockt, die haben das aus den Menschen so raus, nicht wie bei den Kindern, wenn die was wollen, sagen die das 5000 Mal am Tag. Das haben sie aus den Menschen heraus, wir können nicht mehr, wir können, uns ist es schon egal.
Die Menschen, denen ist es egal, ob sie untergehen. Denen ist es egal, ob die ein scheiß Leben haben werden. Denen ist es völlig egal. Wir denken immer, das kommt alles von alleine. Wenn ich jetzt 100 Leute frage, ja, hättet ihr Bock, hier finanziell frei zu sein, irgendwo auf der Welt zu leben, hättet ihr Bock drauf, würden 100 sagen, ja, ja, klar, warum nicht? Wenn du 100 Menschen sagst, notariell, ich gebe dir 1 Million, wenn du über die nächsten 5 Jahre jeden Montagmorgen, 3 Kilometer zu Fuß gehst und um 9 Uhr morgens einen Satz, ich werde Millionär sein, in ein Handbuch schreibst und dann wieder zurück nach Hause gehst. Jeden Montag, 9 Uhr musst du da sein, über 3 Jahre, selbst über 1 Jahr, würden 99,9% nicht schaffen. Sicher. Weil die Menschen machen es einfach nicht. Das ist der Grund. So, und wenn ich zum Beispiel da vorne das Ziel habe, da oben, und ich gehe einfach los und ich weiß, ich werde da oben ankommen, ist scheißegal, ob ich blute, egal was, dann werde ich alle Hindernisse, die auf dem Weg da hochkommen, in Kauf nehmen und überwinden. So, wenn ich zum Beispiel eine Mauer sehe und da brauche ich spezielles Wissen, dann werde ich mir das Wissen holen. Dann werde ich, okay, wer weiß das? Dann werde ich mich erkundigen, wie geht das, okay, alles klar, damit ich die Hürde schaffe. So, und dann vielleicht ist da noch eine Wand, da brauche ich ein spezielles Werkzeug. Dann gucke ich, wer hat das Werkzeug, dann besorge ich mir das Werkzeug, damit ich... Es ist nur der Wille. Wenn du weißt, ich werde da oben ankommen, ist egal, welche Steine auf dem Weg sind, dann wirst du das Ziel erreichen. Das ist der Grund, wie Elon Musk, wie Leute, die nicht die größten Talente sind, die nicht die schlauesten Menschen auf der Welt sind. Das sind die Gründe, wie Analphabeten Milliardäre werden. Oder wie Nusret, ein Schulabbrecher aus der 5. Klasse oder was, sowas aufbauen kann. Das ist der einzige Grund. Man muss nur das wirklich den Willen haben, aber richtigen Willen. So, und was habe ich für ein Beispiel am Anfang gemacht? Was ist, wenn der Freund da am Abhang rumtanzt die ganze Zeit und du erklärst alles? Hey, hör mal zu, da sind kleine Steinchen, das kann gefährlich sein, das ist rutschig, bald kommt Regen, Witterung. Du erklärst alles über Jahre, alles. Der tanzt trotzdem weiter und nach 1-2 Jahren, bupp, fällt er runter und ist tot. Dann denkst du trotzdem, Alter, ey, ernst jetzt? Ehrlich jetzt? Und das ist genau das, was passiert. Die Menschen... Ich habe das Gefühl, dieser Wille, da anzukommen, da rauszukommen, der ist einfach gar nicht mehr da. So, ich kriege jeden Tag dann die Nachricht und ich gucke dann immer hoch, seit wann ihr mir schon folgt und so. Ich kriege dann immer wieder die Frage, ja Cecil, wie teuer ist denn das Matrix-Prinzip? Und dann gucke ich, das sind Follower, die folgen mir seit 1,5 Jahren. Ich habe dann schon mal, sehe ich, vor 1,5 Jahren ein Angebot gemacht. Hier 50% Rabatt, kannst jetzt zuschlagen. In 1,5 Jahren... haben die meisten, und ich würde es nicht jetzt Stories dafür verwenden, wenn das nicht jeden Tag 20 Mal kommen würde, haben die meisten noch nicht geschafft, ein kostenloses Video anzugucken und auf meinem Profil einmal auf matrixprinzip.com zu klicken, dass man sieht, was kostet das überhaupt. In 1,5 Jahren. Wenn ihr 1,5 Jahre braucht, um einen Preis herauszufinden, in welcher Zeit wollt ihr finanziell frei werden oder euch abkoppeln oder tolle Beziehungen haben? In 700 Jahren? Das ist genau das, was ich meine. Jeder kann das. Aber wenn man 1,5 Jahre braucht, ein kostenloses Video zu gucken und einen Preis zu erfahren über das beste Coaching auf der Welt, wo ich alles erkläre von A bis Z, wo sich tausende Menschen abgekoppelt haben. Wie lange will man dann brauchen, um das umzusetzen, was ich sage? Wenn man schon 1,5 Jahre braucht, um auf eine Website zu klicken, um den Preis zu erfahren oder ein kostenloses Video zu gucken. Wie lange? 700 Jahre? Und der Freund, der tanzt da rum und ich sage, Inflation 8%, das Geld wird dir aus der Tasche genommen. Deine Rente, die wird im Eimer sein. So, dann Digitalisierung, künstliche Intelligenz, die nehmen dir den Job weg. Egal ob Nagel machen, egal ob autonomes Fahren, ob Häuser schon im 3D-Drucker gedruckt werden. Ich poste alles seit Jahren. Es ist alles eingetroffen, was ich gesagt habe. Seit 5 Jahren. Ich sage alles 1:1 voraus. Ich sage dem, der Tanzer, und ich sage alles, das ist, und dann bupp, ist er weg vom Fenster. Und da frage ich mich, Alter,
Ey. Das ist echt schlimm. Und das, obwohl er schon 99% aller Menschen, die am Abhang waren, schon da unten tot sieht, hört er trotzdem nicht drauf. Und obwohl er schon tausende Menschen sieht, die rübergegangen sind und da ein tolles Leben haben, fällt er trotzdem runter. Wie ein Lemming. Das ist der Mensch. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es regt mich trotzdem auf. Weil ich hasse diese Verarschung und ich hasse Versklavung und jeder kann da rauskommen. Und ich bin Junkie von den ganzen Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme. Und der Letzte, um den es geht, ist um mich. Weil selbst wenn ich jetzt aufhöre, keine Videos mache, weder hier noch auf Instagram, noch nirgendwo, mein Leben wird ganz genau so bleiben. Es hat überhaupt keinen Unterschied. Es macht überhaupt keinen Unterschied für mich. Aber ich möchte halt, ich möchte was gegen diese Verarschung tun. Und ich liebe es, diese Nachrichten zu bekommen, wie ihr euch daraus befreit und wie ihr unabhängig werdet und so. Und einfach gegen das System was zu tun, das ist so eine Genugtuung für mich. Ihr seht, die Nachrichten kommen wirklich im Sekundentakt rein und ich bin so happy darüber, dass es so viele machen, wirklich. Aber wie gesagt, die Einzelnen, die da runterfallen, nach so vielen Erklärungen, tun mir trotzdem leid. Und deswegen, es gibt genau zwei Schritte. Einmal das Matrix-Prinzip, das ist die Basis für alle Bereiche im Leben, Beziehungen, Stressmanagement, finanzielle Intelligenz, emotionale Intelligenz, das ist wirklich die Basis, das ist, dass du weißt, wo du überhaupt hingehst, wo ist der Berg überhaupt, was mache ich da überhaupt? So, und dann das Business-Prinzip ist wirklich, wenn du schon da hinten bist und da ist eine Mauer noch und du brauchst nur das bestimmte Handwerkszeug, um da noch hochzuklettern, dann ist das Business-Prinzip, das sind die zwei Schritte, die man machen muss. Aber das Matrix-Prinzip, weil da auch die Gesundheit mit dabei ist und der Mindset und alles, ist viel, viel wichtiger. Aber diese beiden Schritte ist alles, was man braucht. Fertig, Punkt. Und ihr könnt das Leben hier haben oder wo ihr wollt. Ist die Grundvoraussetzung fürs Business-Prinzip und ich kann euch sagen, es ist ein Muss. Also ohne das Matrix-Prinzip könnte ich das Business-Prinzip gar nicht durchziehen. Also das hat Cecil schon ganz toll gemacht. Ja. Ja, meine Freunde, guckt gerne das neue Video. Ist ein bisschen random Video ohne Skript. Ich habe einfach drauf losgeredet, wie ich den Markt sehe aktuell, was ich mache. Allgemein mit Anlagen und so weiter und so fort. Also unbedingt gucken. Ist jetzt kein, ihr müsst es unbedingt gucken, morgen bricht der dritte Weltkrieg aus Video. Aber trotzdem, ja, guckt es gerne. Und jetzt gibt's Happa Happa. No, I can sleep in